Und eins und zwei und drei und hebt die Beine. Herzlich willkommen, Freunde der hervorragenden Unterhaltung, hier beim Morgenprogramm im Wald des Grauens. Mit dabei und ganz unbeteiligt ist diesmal der Darkboft. Hallo Darkboft. Ja, hallo und guten Tag hier im Wald des Grauens. Es sind angenehme 23 Grad bei perfekter Temperatur und natürlich Luftfeuchtigkeit. Und das Morgenprogramm sieht vor, ich bin am Holzfällen. Yeah! Und wir hier vorne am Strand machen natürlich noch ein bisschen Aerobic. Und das Bein heben und halten. Ihr merkt ja schon, wir haben hervorragende Musik, denn wer hätte es gedacht, am Ende der letzten Episode gab es tatsächlich nochmal einen Fehler mit dem Spiel. Aber das haben wir natürlich gleich ausgenutzt und ich musste nochmal diesen Kassettenrekorder holen. Hab ihn zusammengebaut und nun haben wir auch allmorgendlich hervorragende Musik. Ich habe auch natürlich wieder diese hervorragende Axt. Das heißt, ich mache mich auf den Weg zum Darkboft, um ihm ein bisschen beim Holzfällen zu helfen. Yeah, jetzt wo ich so gut wie fertig bin. Und ihr seht es gerade übrigens, wenn man Musik hat, das ist wie so eine Droge, denn dann heilt sich auch. Na, heilen ist ein bisschen übertrieben, oder es regeneriert sich die Ausdauer auch während des Laufens. Sehr schön. Das könnte ich auch gebrauchen. Also das ist wirklich super. Aua, ich bin angegriffen worden. Oh nein. Ich bin angegriffen worden. Von den guten Freunden? Natürlich von den guten Freunden. Ah, hier ist nochmal ein Seil, noch ein Seil. Nehme ich natürlich mit. Oh, ich könnte hier ein bisschen was trinken. Ah, es gibt ja auch diese komischen Blätter jetzt, wo man trinken kann. Aber wenn ich das richtig sehe... Oh, ich glaube, ich habe mich vergiftet. Also, wenn ich das richtig sehe, die... Wie heißt es? Die Anzeige für Trinken, die geht gar nicht so schnell runter, oder? Nee, die bleibt zum Glück sehr weit oben. Genau. So, war gerade ein bisschen schwierig. Ich war am Überlegen, Weil ist ja auch ein neues Feature. Da haben wir in den letzten beiden Episoden gar nicht drüber gesprochen. Für die, die nicht gesehen haben, es gibt jetzt neben der Magenanzeige auch so eine kleine Anzeige für Wasser und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich hoffe, dass die Entwickler da noch ein bisschen was draus machen. Insgesamt muss ich allerdings sagen, geht die Entwicklung in den letzten Monaten ja recht schleppend voran. So, da ist die Musik vorbei, aber kein Problem, wir machen das natürlich nochmal an. Wir haben ja sogar noch eine Ersatzpackung mit Batterien. Also warum sollen wir geizen und spielen lieber noch ein wenig Musik? Nice. Auf dem Weg zum Darkboft. Und stets regeneriert sich unsere Ausdauer, damit wir schnell wieder flitzen können. Yuppie, yuppie, yuppie. Also die Musik ist echt recht cool, muss ich sagen. Da haben die Entwickler was gemacht, was mir gefällt. Weil da wird man wirklich ein bisschen bunter. Oh, das hätte böse werden können. Hey, wer kommt denn da? Wen erwartest du, lieber Darkboft? Besuch erwarte ich. Besuch. Einen hervorragenden Menschen, habe ich gehört. Kann natürlich auch sein, dass mein Besuch ein hervorragender Mensch ist, aber... Im Moment bin ich am Bauen. Am Holzboot bauen. Hausboot, Holzboot. Und es ist fertig. Yippie! So. So, und jetzt probieren wir einfach mal aus, mit dieser neuen Axt ein bisschen zu fällen. Eins. Zwei. Aua, ich werde hier angegriffen. Du Luli! Hör mal zu hier, das gibt's nicht! In your face, Bitch! Komm her, komm her, komm her. In your face, Bitch! Du bist tot! Warum verlieren die eigentlich auch immer Zähne? Es tut mir sehr leid, aber du hast mich angegriffen und das finde ich überhaupt nicht cool. LOL! Auf einmal verwandelt er sich. Hast du gerade LOL gesagt? Ja, weil auf einmal hat er sich verwandelt. Und oh, man kann jetzt die Gliedmaßen einzeln abtrennen. Warte mal, ich guck mal, ob das wirklich so funktioniert. Jo, also ich habe jetzt einen Arm abgetrennt. Und ein Bein. Ich brauche aber auch noch einen Kopf, oder? Das ist jetzt schon sehr, sehr brutal.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch so recht kindergerecht, gut, kindergerecht war das Spiel, glaube ich, nie. Aber das ist ein anderes Thema. Übrigens, bei dieser hervorragenden Musik vergesse ich auch ganz, dass mein armer Sohn, der Jürgen, entführt wurde von diesen bestialischen Monstern, die wir in letzter Zeit nur selten sehen. Dum, 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 dum. Oh, ist da schon ein Hausboot fertig? Das Hausboot ist fertig. Bei mir sind da zwei Hausboote. Ja, sehr schön. Also bei mir ist nur eins. Ja, hier ist einmal eins, so ein halbfertiges. Und hier ist ein fertiges. Nee, das ist nur eins. Oder was du meinst, warum ich gerade absichtlich MMM gemacht habe? Weil ich so gestaunt habe natürlich. Oder vielleicht, weil du jemandem sagen wolltest, gib mal die M&Ms. Ja, genau. Hast du welche? Nö. Siehst du, dann hat das ja keinen Sinn gemacht. So, ich versuche das Holzboot. Das Holzboot. Oh Gott, das Boot mal wieder zu Wasser zu lassen, aber irgendwie. Was mache ich denn jetzt mit dem Rumpf? Was macht man mit dem Körper? Naja. Habe ich eigentlich jetzt mittlerweile Wasser in meiner Sammelstelle? Nein, habe ich noch nicht. Aber meine Blümchen, die wachsen. Sehr schön. Wirklich hervorragend. Übrigens jetzt, wo die Musik langsam wieder aufhört, übermannt uns ein wenig die Trauer. Die Trauer über unseren verlorenen Sohn. Verloren im Sinne von, wir wissen nicht, wo er ist. Die Rede ist natürlich vom Jürgen. Der Jürgen. Der Jürgen, das ist schon ein eifriges Kerlchen gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen nochmal 2 bis 4 Baumstämme und wir haben eine neue Axt. Die wollte ich gerade irgendwie schon ausprobieren und dann bin ich irgendwie drüber hinweggekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Aber jetzt geht's los, sag ich euch. Wenn ich denn einen vernünftigen Baum sehe. Ich mache erstmal ein bisschen nein, Licht. Nein, mein Hausboot ist im Wasser und ich ertrinke. Verdammt, wir müssen uns das anschauen. Wir müssen uns das anschauen. Ich ertrinke. Nein. Warum hast du denn nicht gesagt, dass du so ein Abenteuer startest? Das darfst du den Zuschauern noch nicht vorenthalten. Bei mir ist übrigens das Hausboot noch hier am Land. Also hier am. Ja, ich wollte Steg sagen, aber Steg gibt's hier gar nicht. So, bei mir bist du jetzt aber wieder raus aus dem Wasser. Ja, aber das Boot ist hier noch. Das Boot ist da unten. Nee, bei mir ist das hier noch oben. Es ist untergegangen. Jetzt ehrlich? Jetzt bleib mal bitte stehen, du hast das Hausboot wieder zurückgeschoben bei mir. Was? Geh mal an eine Seite, bitte. Welche Seite? Ja, genau da, bleib da stehen. Du musst dir auf jeden Fall die Aufnahmen von mir anschauen. Mach ich. Weil, ganz ehrlich, bei mir ist das Boot noch hier. Hier sind sogar noch 1,5 Boote. Aber wie cool. Und wir haben das nicht gesehen. Wäre bestimmt lustig gewesen. Oh, Entwickler, hallo, guck mal zu. Das letzte Mal total die Krise mit diesem fucking Holzboot, ne? Ach, du bist doch schon wieder da unten. Du schubst das Boot wieder hoch. Jo, das geht wirklich so unter. Lol. Sorry, irgendwie ist das heute mein Wort. Schwierig, ja. Tatsächlich schwierig. Also ich glaube, du solltest das wieder hier so an der flachen Seite. Ich glaube, das Problem an dieser Seite ist, dass es senkrecht ins Wasser kommt. Und damit kannst du natürlich nicht vernünftig irgendwie, ja, auf dem Wasser gleiten. Damit ist das zweite Hausboot versenkt. Sehr schön. Wobei das erste war ja nicht versenkt worden. Das erste ja schwebt ja noch an der Oberfläche. Ja. Also das hier gerade ist ja wirklich in eins runtergegangen. Wie gefällt dir mein Garten? Sehr schön. Ich habe hier mal eben ein Dings fertig gebaut. Ja, das habe ich gesehen. Und bei mir ist jetzt wieder eins verbuggt, aber das ist ja gar nicht schlimm. So, ich habe auch überall was eingepflanzt. Das gefällt mir hervorragend. Also ich muss sagen, mein Hüttchen, das ist schon etwas, womit man sich sehen kann. Gut, die Tür des Todes, nee, habe ich noch nicht, funktioniert bei mir noch nicht, oder? Doch jetzt. Oh, wie cool. Hast du getrunken? Ich glaube, ich habe gerade getrunken. Gut, ich auch. Wie, du trinkst einfach aus meinem Behälter dein komischer Sabba hier dran? Ich bitte dich. Mein Sabba? Hattest du eine Animation beim Trinken? Nö, da war einfach, und das war's. Nee, ich glaube, dann habe ich doch noch nicht getrunken. Aber ist ja auch egal. Also ich habe momentan noch nicht das Bedürfnis zu trinken. Und natürlich hier unsere Partystelle, unser Partyzelt. Auch sehr, sehr schön.
Wie immer, es funktioniert natürlich nur eine Bank. Aber damit muss man einfach leben. Aber genießt diesen Ausblick einmal. Stellt euch vor. Mit der man rechnen muss. Nein, seid doch mal ruhig. Stellt euch vor, ihr sitzt hier abends. Das Feuer knistert zu eurer Seite. Der Donner der Gold. Und ihr genießt diesen Ausblick. Der ist ja wirklich wunderschön. Das haben die Entwickler hervorragend geschafft. Dass zumindest die Grafik wirklich ansehnlich ist. Dieses halboffene Dach, was euch auch nass werden lässt. Aber das stört euch gerade gar nicht. Denn durchs Feuer ist es ja muckelig warm. Und ihr fühlt euch in diesem Augenblick einfach wohl. Bis ihr merkt, dass das Leben hier nicht euers ist. Bis ihr merkt, dass ihr hier weg wollt. Und das ist auch unsere Meinung hier. Und deshalb müssen wir euch leider mitteilen, dass es vielleicht, wir werden ein bisschen warten. Es dauert ein bisschen, bis die letzte Episode von dieser Aufnahmesession erscheint. Aber wir werden diese Zeit warten. Und wenn sich durch Patch nichts tut, dann müssen wir euch leider mitteilen, dann ist die Staffel 2 schon am Ende. Nein. Doch. Dann wird das hier die letzte Episode der Staffel 2 sein. Und in dieser letzten Episode der Staffel 2 ist es nicht nur so, dass sie unheimlich traurig ist, dass unheimlich viel nicht funktioniert. Nein, in dieser letzten Episode der Staffel 2 werde ich auch noch von einem Hirsel beworfen und hänge hier in diesem beschissenen Fenster fest. Jetzt bewirft er mich. Ohne Scheiß, wenn ich hier gleich rauskomme, ich töte dich. Und ich bin jetzt rausgekommen. Nein. Doch, ich bin draußen. Siehst du, das hab ich gemacht. Musst du dich bei mir bedanken. Gar nichts gemacht. Musst dich bei mir bedanken. Ja, komm, ich bedanke mich, komm. Zeig meinen Gedanken, ob ich dir den Kopf abschlage. Das ist mein Dank. Ach ja. Rache ist Blutwurst. Hast du Rüstung? Natürlich. Du hast aber die fettere Axt. Ja, ich habe eine Mega-Axt. Ah, wie ein Mädchen haut ab. Hä? Schiss bekommen. So ist das halt, wenn man 2-3 Wochen zusammen auf einer Insel rumhängt. Dann bringt man sich halt am Ende um. Natürlich bringt man sich am Ende um. Du bist der böse Geist. Ja. Okay, ich werde aber nicht zu einer Frau, nur weil ich mit jemandem hier zusammenhänge. Komm her, ich muss dich töten. Kämpfst du jetzt mal bitte wie ein Mann? Komm her. Komm her. Ja. Ich töte dich! Ey, wie so eine Frau schreit da wirklich. Ah, ich bin nicht verrückt. Dazu sage ich nur, hier ist Johnny! Wer wird diesen epischen Kampf gewinnen? Natürlich der Bessere. Ist mal sitzen. Ah. Ich glaube, der Bessere wird auf jeden Fall gewinnen. Was hast du denn gerade eingeflößt? Was ich mir eingeflößt habe, ist doch ganz einfach. Ich habe nochmal wieder voll aufgeladen. Sowohl Rüstung als auch... Boah, das ist ja fast schon Cheaten. Warum Cheaten? Habe ich gesagt, du darfst das nicht machen? Ey, du bist bei mir verschwunden, du bist weggebackt. Oh, das war aber jetzt echt blöd. Du hast wirklich gecheatet, du hast gebackt. Also das war echt mies. Das war sehr mies, nein, das war's nicht. Doch, das war wirklich mies. Du hast immerhin mitten im Kampf Rüstung angelegt. Weil du dich hingesetzt hast, was soll ich denn machen? Und das ist ja auch okay, aber sich wegzubacken, das ist wirklich mies. Ich weiß doch nicht, wie das funktioniert. Nein! Du wolltest ins Haus reinspringen, damit ich nicht hinterherkomme. Und bist dabei durch die Luft geflogen. Ah, großartig. Ah, komm her. Ich bin einer der Verrückten. Ich muss mich jetzt auch nackt ausziehen. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling.
Erstmal Pause machen. Wie Pause machen? Was bist du denn für einer? Ah, jetzt nimmst du natürlich Medikamente und so. Nee, ich habe keine mehr. Komm her! Komm her! Ich werde dich töten. Wie kaputt er doch ist. Werde dich töten. Okay, ja. Okay, komm, es ist genug. Ey, wir machen das jetzt schon seit 3 Minuten. Komm, ey, wir hören jetzt auf, es ist genug. Ey, wir haben es jetzt seit 3 Minuten gemacht. Ey, ich habe auf Uhr geguckt. Wir machen seit 12 Minuten, also wir machen seit 12 Minuten der Aufnahme und es ist jetzt die 15. Minute der Aufnahme. Ich höre jetzt auf. Okay. Warum konnte ich dich denn jetzt nicht töten? Weil wir alle zu viel, weil du gecheatet hast, sonst hätte ich dich getötet. Du darfst mir doch gar nicht sagen hier, dass ich gecheatet hätte. Natürlich hast du gecheatet. Oh, ich gehe mal hier hin. Oh, und auf einmal backe ich 30 Meter in die Luft. Oh, und dann bin ich hier vorne. Oh. Wollen wir mal dein Ding zu Ende bauen? Ja, ich brauche sieben Dings. Ich habe ja hier das kleine Boot angefangen zu bauen. Das kleine Boot? Wo ist das denn? Ja, das ist da unten. Hier am kleinen Steg. Ach, da. Ja. Obwohl, hier im Buch steht, für das Boot braucht man 10 Stickies, 6 von den großen Dingern, 5 Seile und 25 Leinen. Das Buch sagt 4, wenn der Tag lang ist, aber es stimmt nicht alles, was das Buch sagt. Es ist aber nicht dieses Pfadfinderbuch von den DuckTales. Weil das ist ja das schlaue Buch. Okay. Und das ist ja hier der... Hast du eine Taschenlampe? Natürlich habe ich eine Taschenlampe, ich habe auch Ersatzbatterien. Warum hast du sowas denn nicht? Weil ich nie auf Entkundungstour gehe. Wer hat denn keine vernünftige Ausrüstung? Ich bitte dich. Ich habe alles. Junge, das gehört sich einfach so. Ja. Ich überlege gerade, wie diese DuckTales-Haare hießen. Waren das die Fieslinge? Nein. Du baust mich irgendwie ab, kann das sein? Wie? Aua, Alter, hör auf! Ich hab den Baum getroffen. Warum schlägst du mich denn? Ich hab den Baum gefällt. Warum schlägst du mich denn? Der Baum sah bei mir nur merkwürdigerweise ein bisschen anders aus, aber das ist ein anderes Thema. So, ich nehme auch mal. Hattest du nicht 4? Was? Ach, da sind noch 2. 2 davon sind in die Luft geflogen. Die müssten gleich runterkommen. Also einen habe ich gefunden. Der andere, der hat sich davon... Ah, nee, da ist noch einer. Aber der will nicht mitgenommen werden. Ja, der letzte. Der mag dich nicht. Doch, jetzt. So. Wie viele brauchtest du nochmal? 6 oder 7 oder 8. Okay, das ist mir zu viel. Denn ich denke, wir werden gleich auch Schluss machen. Nein, ich brauche nur noch 5. Du läufst bei mir gerade auf der Stelle. Nee, jetzt nicht mehr. Du brauchst nur noch 5. Ja. Das heißt, die kriegen wir schnell zusammen. Weil da kann ich endlich Hilfe holen. Als ob du nicht wieder mit dem Boot untergehen würdest. Dieses Mal nicht. Nein, natürlich nicht. Nö. Dieses Mal wird alles anders. Warum soll dieses Mal anders sein als die letzten Male? Weil dieses Boot wir noch nie gebaut haben. Aber wir haben Erfahrung mit Booten. Hausbooten sogar. Also noch viel stärkeren Booten. Und wie war unsere Erfahrung da, lieber Darkwoft? Dass sie immer untergehen. Ach. Oh, ich hasse dieses Spiel mittlerweile. Hier ist einfach alles mittlerweile verbuggt. Jetzt habe ich hier so einen 3000er-Käfig. Ich kann jetzt die ganze Zeit E drücken. Und ich habe den immer in beiden Stellungen. Ach, das... Ey, sorry, liebe Entwickler. Aber ich glaube, es wird noch eine ganze Zeit lang brauchen, bis wir mit der Staffel 3 anfangen. Apropos Anfang, wie sieht's eigentlich aus mit Life is Your Own? Life is Your Own? Ja, da läuft momentan Life ja auch nichts. Life is Feudal, natürlich. Es heißt übrigens Life is Feudal, wenn wir schon im Englischen sind. Oder eben auf Deutsch übersetzt, das Leben ist feudal. Also da sieht's momentan auch nicht so gut aus. Ich denke, wir wären mit was Neuem anfangen. Okay. Wow, guck mal, was da fliegt. Es geht unter. Oh, was war das denn? Das war ja
Eine lächerliche Veranstaltung. Jede Veranstaltung, die hier mit dem Boot zu tun hat, ist lächerlich. Jetzt liegt es hier auf dem Grund. Ja, so wie die anderen Boote auch. Was hast du erwartet? Guck mal, die sind bei mir sogar direkt, also die sind in Sichtweite voneinander, die Boote. Ich glaube, du könntest noch 3000 Boote mehr bauen, dann wäre das ganze Wasser irgendwann voll. Ich bin tot und ich habe nur 6 Tage überlebt. Oh, ach, du bist endgültig tot? Nee, ich bin jetzt wieder da. Ach, schade. Schade. Ja, schade. Wäre ja ein gutes Ende gewesen, aber er hat zumindest mal den Endbildschirm gesehen. Also ich habe länger überlebt als er. Ja. Nee, den hatte ich vorhin auch schon gesehen, als ich gestorben bin. Oh, so weit bist du schon? Ja. Ich weiß, entweder bin ich noch gar nicht gestorben oder maximal einmal. Übrigens auch wieder sehr schön hier, wie das Wasser runterfließt. Naja, das ist natürlich wieder sarkastisch gemeint gewesen. Und mit diesem Sarkasmus hören wir jetzt auch auf. Also. Das sarkastische Ende. Das sarkastische Ende. Wobei, ich möchte noch kurz eine Minute was sagen. Also, wie wird es jetzt weitergehen? Es ist ja Minecraft momentan pausiert. Da wird es sicherlich irgendwann demnächst neue Episoden geben. So viel kann ich sagen. Dafür anstelle dessen haben wir jetzt ja gute 2 Wochen lang The Forest. Wir warten einfach mal, was am Ende dieser Episode ansteht, ob dann wieder ein vernünftiger Patch raus ist, der das ganze Spiel mal macht. Wenn nicht, werden wir The Forest wieder eine Zeit lang pausieren. Wenn es wieder spielbar ist, werden wir weitermachen. Vielleicht auch mit einer neuen Staffel. Und ansonsten steht ja immer noch ganz oben auf unserer Liste 7 Days to Die. Ich mag dieses Spiel unheimlich und ich finde es sehr schade, dass wir bisher nicht dazu gekommen sind, dazu ein Let's Play zu machen. An mir liegt es nicht. Nein, natürlich nicht. Na, an dir liegt es nie. Und wenn wir demnächst irgendwas als Ersatz spielen, wird es wahrscheinlich das werden. Weil die anderen Spiele, viele davon sind halt momentan nicht so reif. Und ja, ich weiß, was ich an 7 Days to Die habe. Es ist ein Spiel, das kann man halt vernünftig spielen. Und dann wird es halt das werden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Punkt ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play oder in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao.